Mein Name ist Frank Stephan. Mein Team und ich, wir drehen im Moment gerade einen Dokumentarfilm über den Fußballspieler Heinz Flohe. Von meiner Seite gibt es da die volle Unterstützung. Ich denke, ich habe einige Dinge gesehen von dem Film. Der ist einmalig. Seine Welt war der Fußballplatz, das Grün. Und der Elfmeterpunkt, der Mittelkreis und so weiter, das war seine Welt. Und alles, was darüber hinausging, das war schlimm. Ich hatte keine Chance, für ihn Autogrammstunden zu besorgen. Das wollte er nicht, obwohl er Geld verdienen wollte. Nein, er wollte nur Fußball spielen. Für den wäre es, der wäre besser im Internat, hätte er gelebt. Und hätte nur Fußball gespielt und hätte schlafen, essen, trinken und Fußball spielen und so weiter. Das wäre, er war versessen, Fußball zu spielen. War eigentlich ein überragender Techniker, überragender Spielmacher, überragender Zehner. Das kann dir kein Trainer in 100 oder 1000 Trainingsstunden beibringen. Das ist halt Talent, was der liebe Gott ihm mit auf die Erde gegeben hat. Er war ein außergewöhnlicher Spieler, ein raffinierter Spieler, der ein Spiel lesen konnte, der traumhafte Pässe schlug, der eine gute Schusstechnik hatte, der Tore schießen konnte, der eine Mannschaft führen konnte. Weil er auch vorneweg marschiert ist, auch wenn es mal enge Spiele gab. Wer hat Theater veranstaltet? Flocke. Wer ist vorne drauf, hat mal ein Zeichen gesetzt, dann war es der Heinz Flohe. Ja, hat eigentlich den FC geprägt, wie kaum ein anderer. Dann sagt er, guck, wenn der Kapitän vorneweg marschiert, da wollen wir keine Angst haben, also hinterher. Es kam ein Reporter auf ihn zu und fragte, fahren Sie denn morgen nach Malente, Herr Flohe? Und er sagte ja, ging dann zurück zur Auswechselbank. Ja, und das war es. Mehr hat er den Medien nie zugestanden. Ich finde es fantastisch, dass über Heinz Flohe, einen genialen Fußballer und auch überragenden Mensch, jetzt ein Film gedreht wird. Es wird einiges zeigen über den Menschen, aber auch über den fantastischen Spieler Flocke. Und ich unterstütze das von meiner Seite und ich hoffe, dass es viele andere Menschen und Fußballfreunde auch tun. Wir möchten die Community deshalb um Unterstützung bitten, weil wir vor allen Dingen Bewegtbildmaterial verwenden müssen in dem Film, um zeigen zu können, was für ein außergewöhnlicher Spieler Heinz Flohe war. Dieses Material ist allerdings extrem teuer und um möglichst viel dieses Materials verwenden zu können, benötigen wir einen gewissen Spielraum. Darüber hinaus geht es aber auch darum, den Film möglichst bundesweit später bewerben zu können. Das sind die Hauptgründe dafür, warum wir uns hier präsentieren.